I must be a criminal. Yeah. Keep you talking minimal. Yeah. Cause most of it's subliminal. Yeah. And it'll put you in a critical. Yeah. Used to be invisible. Yeah. They would refer to me as mythical. Yeah. Sipping up, yeah, sipping slow. Yeah. Not on my level, not on your tippy toes. Yeah. Walking the back and I yell, give me those. Yeah. Hot as a stove, yeah, I'm wearing Fendi clothes. Yeah. I want my spot, yeah, look at Wendy knows. Yeah. My eating, they getting minerals. Yeah. If you go shots, you know my mineral. Yeah. Up on your block, now you looking pitiful. Yeah. Tending the windows, I need a minute, yo. I leave your missus all mad and miserable. Go. You picked the wrong time to pick a fight. You, she thinks she Ike. You sipping on it. Enough for you to say goodnight for the rest of your life. I know your sons won't miss you. I did a favor for them. Took a loss to a winner. Rick Ross, you been dinner. You ain't fly, I make your wings stop. I'm real as in your rings not. Fresh as like a king socks. Your real car is a slingshot. Don't need a use a slingshot. If I was a beverage, you would have to drink hot. Gotta drive, I gotta do. Yeah. I get down and dirty too. Yeah. What it is, what it do. Yeah. Say nothing new. Yeah. Got a job, gotta do. Yeah. I get down and dirty too. Yeah. What it is, what it do. Yeah. Say nothing new. Yeah. Got a job, I gotta do. Yeah. I get down and dirty too. Yeah. What it is, what it do. Yeah. Say nothing new. Yeah. Got a job, I gotta do. Yeah. I get down and dirty too. Yeah. What it is, what it do. Yeah. Say nothing new. Go. Having flashbacks, where your past at? Where the cash at? Ayo, that I was. Just for racks, front on me, flat. Are you okay? Please don't ask that. I don't act black, got a fat cat. You a rat rat, rat a tat 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 a tat tat. Tattoos, but you can't see them. Ice cold, yeah, I'm going skiing. I get around at the Coliseum. Used to roam around with no pot to pee, and I was tall. Get away with like Kristoff. You get crisscross in the big loft. I'm a big boss. So much sauce, I drip broth. The wait is over, I'm taking over. You're overweight, you ate a soda. I'm super. Coca-Cola, ahead of you, like a closure. When Troy died, I had to find some closure. Don't push me, I'm not a stroller. Pop one like bread and toast. Cup, you should use a coaster. I'm on the post and need a Della Coaster. So I shop it over, blue faces. And I call them Grovers, but a pecan rover. I'm that older, wanna be like me when I get older. Talk to God, then he came over. Talk to God, then he came over. Got a job, I gotta do. I get down to dirty too. What it is, what it do. Say nothing new. Got a job, gotta do. I get down to dirty too. What it is, what it do. Say nothing new. Got a job, I gotta do. I get down to dirty too. What it is, what it do. Say nothing new. Got a job, I gotta do. I get down to dirty too. What it is, what it do. Say nothing new. Big warehouse with the chains in the mirror. Fendi guitars and they're hanging there. Ladies at large, they look amazing here. It's a birthday. Hit up the. Hit up the mob and the gang in the mirror. Quit your job, see your change in the air. Call me MJ, with the man in the mirror. You put your hands in there, just like that, yeah, you're famous in there. Do that, and make it rain over here. Happy Earth Day, cause you're quaking over here. Yeah, it's getting wild over here. Yeah, it's getting loud over here. Yeah, a big crowd over here. Get the first day, cause you're over here. Watch out for the big girl.
Watch out for the big girl. Watch out for the big girl. Watch out for the big girl. Watch out. Yo! All the fluffy girl them. Say if you're fluffy and you know it. Say if you're fluffy and you know it. Say one girl, two girl, three girl. Get up. One girl, two girl, three girl. Get up. Four girl, five girl. Too much girl. Make it less. Three girl, two girl. Open up my eyes to the sun on my skin. Trying to get buff wild, so I hit up my kin. We down to go somewhere to pull off last night again. They know what's at the might give us a regular. Who has the sauce sweet? Who brings the ginger to the floor? Me. Who has the kids all hype? Up to your mom and down to your wife. Who has the sauce sweet? Who brings the ginger to the floor? Me. Who has the kids all hype? Up to your mom and down to your wife. Wir kommen zum Revierderby. Heute muss Dortmund hier im heimischen Signal Iduna Park gegen Schalke ran. Und wir wissen es alle, das ist alles außeralltäglich. Ja, da stecken so viele kleine, so viele große Geschichten drin. Das ist der traditionsreichste deutsche Kracher, da muss man sich nichts vormachen. Und da bin ich natürlich gerne dabei als Kommentator. Und natürlich nicht allein, Wolf Fuß ist dabei. Und so tritt der BVB heute also an. Roman Bürki steht im Tor. Dann Axel Zagadou spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Axel Witzel steht mit Mario Götze im Zentrum. Und sie gehen. Jetzt ist der Platz da. Den spielt er steil. Und die Chance, aber nein, er geht abseits. Nastasic. Wes McKennie. Ich werde doch überrascht, wenn wir heute keine Tore sehen bei den Spielern. Guerrero. Witzel. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Witzel. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Tolles Zuspiel. Guter Steilpass. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase, fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Sieht gut aus für die Schalker, sie liegen vorne. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da packt er einen Trick aus, klasse! Burgstaller. Was macht er draus? Omar Mascarell. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Weg ist der Ball. Omar Mascarell. Kann er was draus machen? Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Mal geklärt nach dieser Hereingabe. Burgstaller. Amin Arid. Guido Burgstaller. Und jetzt die Chance. Glanzparade gehalten.
Ecke kommt in den 16er. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Reus. Zuspiel Reus, Gegner ist da. Amin Ariz. Gefährlich! Und das ist der Ballverlust. Tor von Götze. Es gibt die gelbe Karte und in dem Fall ist das noch eine gnädige Entscheidung, Buschi. Bin ich bei dir, Wolf. Er geht hier mit vollem Einsatz rein. Da kann man auch über mehr nachdenken. Sieht gefährlich aus. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Wichtige Aktion. Bürki ohne große Probleme. Weston McKennie. Schalke jetzt über außen. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Jetzt vielleicht. Da hat der Torwart gar kein Problem. Und Götze. Marco Reus am Ball. Dortmund verliert den Ball. Burgstaller. Gute Aktion. Ashraf Hakimi. Und nun Witzel. Götze. Götze. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Amin Ariz. Götze. Reus. Jetzt ist Platz für den Konter. Das ist jetzt seine Chance. Ein tolles Tor. Absolut, Wolf. Das war überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Amin Ariz, Rahman, Guido Burgstaller. Super dazwischen gegangen. Jadon Sancho. Jetzt haben sie den Ball verloren. Zieht ab. Ein guter Block hier. Gute Gelegenheit. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Weston McKennie. Ballverlust. Reus. Klasse Aktion, Ball ist weg. Caligiuri. Amin Ariz. Könnte die Führung werden. Ballverlust Dortmund. Weston McKennie. Macht er gut. Macht er das Tor. Da hatte er den zweiten Treffer auf dem Fuß. Dieses Mal ist es nichts, aber eine gute Aktion. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schönes Zuspiel. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1:1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Klasse Zuspiel. Ja, könnte was werden. Kurze Flanke. Da rettet er.
Omar Mascarell. Super dieses Zuspiel. Und da ist das Tor. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Die Dortmunder müssen kommen. Durch das Tor liegen sie hinten. Könnte jetzt was werden. Jetzt kommt der Schuss. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Keine große Überraschung, dass der Torhüter heute... nochmal hinter sich greifen muss. Er ist heute sehr unsicher, aber an ihm alleine kann es eigentlich auch nicht liegen. Sie wollen nicht in Unterzahl geraten. Deshalb wird der verwarnte Spieler jetzt ausgewechselt. Ist besser so, denn es besteht ja immer das Risiko der zweiten Gelben. Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Guerrero. Brandt. Guter Pass. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Rahmann. Schalke jetzt über außen. Armin. Toller Pass. Was macht er draus? So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Der BVB in der Rolle des Zuschauers und das passt den Fans mal so gar nicht. Nun Witzel. Guerrero. Witzel. Guerrero. Und da ist der Ball wieder weg. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Hummels. Mats Hummels ist für ihr Spiel extrem wichtig, Buschi. Warum? Ja, zum einen hält er den Laden hinten zusammen. In den freien Raum. Guter Steilpass. Armin Harit. Die Schalker treffen. Und jetzt liegen sie noch deutlicher zurück und der Torhüter ist daran nicht ganz unschuldig. Er hat heute wirklich nicht seinen besten Tag. Vielleicht könnte ihn der Trainer sogar erlösen. Das ist Reus. Schöner Einsatz hier jetzt auf Außen. Erneut so ein hervorragender Pass. Armin Harit. Rahman. Jetzt der Ballverlust. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Weg ist der Ball. Gute Aktion. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Ein fantastisches Tor. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nichts. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. Julian Brandt. Er trifft den Pfosten. Hereingabe jetzt. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Alu-Treffer. Diese schöne Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. Es fehlen Zentimeter. Super dazwischen gegangen. So, die letzten 15 Minuten jetzt.
Dortmund über außen. Rafael Guerrero. Ja, der nächste tolle Pass. Schönes Zuspiel hier. Achtung jetzt. Sie machen das Tor. Das wird Ihnen gut tun, aber das Ergebnis bleibt eindeutig. Der aktuelle Stand hier lautet 5-2. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so etwas wie Galgenhumor, wie Schadenfreude, keine Ahnung. Vielleicht sollte man so weit nicht gehen, aber Fakt ist, dass sie heute nicht... Schießt er ihn rein! Jetzt sieht das Ergebnis, naja, ein wenig angenehmer aus, mehr aber dann auch nicht. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivreihen beider Teams. Sie treffen ja, wie sie wollen. Viel bringt ihnen die... Toller Pass. Was macht er draus? Jetzt der Schuss! Fängt diesen Ball ab. Kann er was draus machen? Viel Vorwärtsdrang jetzt. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Ja, jetzt wieder Ballbesitz Schalke. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Omar Mascarell. Und das ist der Ballverlust. Es sieht alles andere als gut aus, kurz vor Spielende. Wie fällt deine Analyse aus, Buschi? Wir gehen dem Schlusspfiff entgegen, Wolf, und Dortmund kann den vermutlich gar nicht mehr abwarten. Was für... Und jetzt die Chance. Pfosten, aber es geht weiter. Das wäre gefährlich geworden. So, die Chance jetzt. Die Schalker mit dem Tor. Ein super Tor, Buschi. Den Ball erstmal erwischen. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Und jetzt Reus. Neben den Stärken im Abschluss verfügt Marco Reus ja auch über eine unglaubliche Spielintelligenz. Ja, sieht man auch daran. Jetzt ist es vorbei. Der Schiri pfeift ab. Starker Einstieg in die Saison. Sie holen hier die drei Zähler. Und das bringt Ruhe rein. Genau so weitermachen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Schöner Auftritt heute von ihm. Zwei Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? Tolles Zuspiel. Guter Steilpass.